Herzlich willkommen zurück bei meinem Let's Play zu Banjo-Kazooie. Und bei uns geht's jetzt weiter am dritten Level in Clangor's Cavern. Gut, und was hat uns. Ach, der olle Maulwurf hat uns mal wieder was zu sagen. Einen einzigen neuen Move könnt ihr in dieser Welt finden. Aber der ist gut versteckt. Aha. Oh, ich denke mal, wir werden den trotzdem finden. Wenn ich mich richtig erinnere, ist ab jetzt in jeder Welt auch nur noch ein Move immer versteckt. Also nicht mehr so viel, wenn man anfängt, dass man hier in einer Welt drei Moves oder so findet. Oh, und diese Fenster aufpassen. Man hört es ja schon, da grummelt es. Und da macht man am besten die Schnabelattacke. Also einfach springen und Schnabelattacke machen. Das erspart viel Ärger. Wobei mir diese Viecher auch etwas leid tun, weil die lungern ihr ganzes Leben in ihrem schwarzen Loch und ja, warten auf den Augenblick, an dem irgendjemand an ihrem Fenster vorbeiläuft. Nur um denjenigen dann zu beißen, keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Hilferuf oder ein Ruf nach Zuwendung. Ich habe keine Ahnung. Man muss ja nicht jedes Monster im Spiel verstehen. Die sind irgendwie seltsam, diese Viecher. Oh, und ein Jinjo. Den nehmen wir noch gleich mal mit. Oha, und da aufpassen. Die Jungs wollen nicht nur kuscheln, die wollen mehr. Die wollen eindeutig mehr als kuscheln. Und das wollen wir nicht. Na gut, hier gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu holen. Also geht's mal wieder auf Tauchstation, das kennt man ja. Das war auch nur die Einführung. Das richtige Level fängt ja erst an, nachdem wir hier durchgetaucht sind. Und keine Note. Keine Note verpassen, das ist immer wichtig. Oh, was ist das da? Ich bin Clangor, der Mülzerkleiner, der alten Hexe. Ich brauche dringend frische Luft. Ja, also so ein Mülzerkleiner hätte ich auch ganz gern, muss ich sagen. Also, es ist ein sehr eindrucksvoller Mülzerkleinerer. Und der arme Kerl braucht Luft, wobei ich mich frage, ist das überhaupt ein Lebewesen? Ich meine, der ist komplett aus Metall. Es ist vielmehr ein Roboter, aber naja, was soll's. Wir spendieren ihm Luft. Und nicht sofort, aber demnächst. Weil ich werde erstmal etwas die Umgebung erkunden, bevor ich dem Luft spendiere. So, mal gucken, kann ich. Ja, hier komme ich sogar hoch. Aber ich glaube, hier komme ich kein Stück weiter. Okay, also es ist. Hier muss ich nicht unbedingt hin. Und da unten ist ein Rohr. Tauchen wir doch mal dahin. Ich glaube, in einem dieser Rohre, die hier so rund um den Clangor sind, gab es auf jeden Fall ein Puzzleteil. Oh, und ich glaube, ich habe auch schon das Richtige erwischt, weil der Weg ist sehr lang. Ja, hier gibt es auf jeden Fall ein Puzzleteil am Ende des Ganges. Ja, und die Schwierigkeit ist es halt eben, dass man schnell genug sein muss, um hier wieder rechtzeitig rauszukommen, also bevor man ersäuft. Ich denke mal, das schaffen wir. Wir haben ja noch die Hälfte unserer Luft und wir sind gleich wieder draußen. Gut. Was gibt's hier noch so Schönes? Da unten ist noch eine Röhre. Diese ganzen Röhren, das erinnert mich richtig an Mario. Komme schon wieder Heimweh. Nach meiner schönen Schwammlerwelt. Wow, cool. Es sieht ganz schön verseucht hier aus. Oh. Wir sind mutierte Krabben. Das Puzzleteil gehört uns. Nur im Kampf geben wir es her. Ja, die Typen brauchen, glaube ich, keine Nachttischlampe, wenn sie Bücher lesen wollen. Wow, die leuchten echt gut. Aber die halten nicht viel aus. Also Stampfattacke reicht und dann sind die Geschichte. Und, wie viel sind das noch? Noch einer? Oh, und natürlich daneben springen. Macht sich immer gut. Ja. Meine Güte. Tu dich doch nicht so schwer und lass dich zerstampfen, du mutierte Krabbe. Genau so. Wir Krabben haben verloren. Dieses Puzzleteil ist euer Lohn. Das will ich wohl meinen. Wobei es ganz schön fies ist, was wir hier tun. Ich meine, das ist eine seltene Tierart, die mutierte Krabbe, und wir rotten sie einfach aus. Ich hoffe, Greenpeace guckt hier nicht zu. Na komm, ja. Gut, hier ein Salto. Und dann einfach drauf hüpfen. Boah, Musiküberlagerung. Meine Güte. Das hat ja gerade richtig krass geklungen.
Ja, verlassen wir diesen verstrahlten Ort wieder, weil ich habe keine Lust, dass mir hier ein sechster Zeh wächst oder ein zweiter Bärenkopf oder irgendwas in der Richtung. Das muss nicht sein. Oh, und goldene Federn, die können wir uns auch gleich mal holen. Man sieht schon, in diesem Level gibt es jede Menge goldene Federn. Also werden wir wohl einen Move lernen, der mit goldenen Federn zu tun hat. Das würde jedenfalls Sinn machen. Wo geht's hier hin? Ah, ein Honig. Oh, und der wird natürlich bewacht. Aber nicht mit mir. So leicht kriegst du mich nicht. Es geht weiter nach oben. Naja, kleine Sprungeinlage. Hier ist es immer wichtig, rumzuflattern. Mit den Flügeln schlagen. Dann klappt es auch mit den Items. Oh, hier gibt es ja nur ein extra Leben. Ich dachte, hier kriege ich was Gutes. Oh, wir sehen schon kleine Falle hier unter uns. Am besten springen und dann Schnabelattacke. Noch mehr Federn. Und hier sind auch wieder... Ah, hier sind noch mehr von den Röhren. Ich muss mich mal orientieren. Hier ist die Schwanzflosse. Das heißt, da hinten in der Röhre war ich... Aber in der Röhre war ich hier noch nicht. Gehen wir mal in die Röhre. Mal gucken, was uns da erwartet. Noch eine ziemlich lange Röhre. Ah, nein, Jinjo. Die kleinen Kerlchen, ey. Das sind, glaube ich, auch Aliens. Ich meine, die sind hier unter Wasser und warten hier so lange, bis ich hier mal zufällig vorbeigeschwommen komme. Vor allem, die müssen unter Wasser nicht atmen. Und sie können sich unter Wasser auch nicht bewegen, statt die einfach wegschwimmen oder in die Freiheit schwimmen. Nee, sie stellen sich dahin und winken und warten auf den Augenblick, an dem ich da auftauche und sie mitnehme. Es sind Aliens. Es sind eindeutig Aliens. Und hier ist noch ein Schädel von Mumbo. Oh, 14 Stück, das ist gut. Ich glaube, wir haben schon mehr als genug Schädel für die nächste Verwandlung. Von unserem guten Quacksalber. Ja, wo geht's jetzt noch lang? Hier ist eine Plattform. Es gab noch irgendwo eine Plattform. Genau, da hinten. Da ist nämlich ein Rohr. Na, kleiner Klenker. Ich glaube, ich werde dich gleich befreien. Ich kann mir das nämlich nicht mehr lange mit ansehen, wie du hier um Luft röchelst. Auch wenn ich mich frage, was du mit Luft willst. Du bist für mich ein Roboter. Und hier konnte man irgendwie reinschwimmen und dann sieht man nicht mehr, was man tut. Und, oh, Texturen. Ne, jetzt bin ich vorbeigeschwommen. Verdammt. Nein, man konnte in das Rohr reinschwimmen. Das war auf jeden Fall möglich. Versuchen wir es also nochmal. Ja, da ist nämlich eine Honigwabe. Sehr schön. Und da wir jetzt schon einmal unterwegs sind, werden wir den guten Klenker mal etwas Luft spendieren. Und hinein in das Loch. Boah, bedrohliche Musik. So, und hier gab es doch irgendwo... Ich möchte erstmal Luft haben. Hier gab es irgendwo einen Fisch. Man hört es ja schon. Genau, diesen Fisch meinte ich. Glopp, glopp, glopp. Ich heiße Glopp. Schnappt euch meine Blasen. Wenn die Luft knapp wird. Glopp, glopp. Geniales Vieh. Ach, da ist ein Jinjo. Ja gut, wir werden aber erstmal den armen kleinen Klenker befreien. Wo ist jetzt der Schlüssel hin? Nämlich dreimal durch diesen lustigen Schlüssel hier schwimmen. Na gut, jetzt haben wir erstmal genug Luft. Nochmal. Und noch einmal. Dann werden wir uns gleich um die Noten und den kleinen Jinjo kümmern. Jawoll. Und die Kette lockert sich und unser guter Klenker kann nach oben schwimmen. Wie kann dieses Ding überhaupt schwimmen? Es ist ein gigantischer Wal aus Metall. Wie kann dieses Gebilde schwimmen? Von Physik hält das Spiel, glaube ich, auch nicht allzu viel. Oh ja, und jetzt kriegen wir irgendeine Belohnung auf seinem Rücken. Na gut, ja, man kann sich denken, was das für eine Belohnung sein wird. Und ich glaube, ich sollte demnächst irgendwann wieder Luft tanken. Na, ich werde erstmal wieder Luft tanken. Na komm, Glob. Oh, und ich habe den Jinjo da vergessen. Das ist jetzt nicht allzu viel Luft, was ich da bekommen habe. Ja, ich komme doch schon kleiner. Kleines Alien. Ach, ist das nervig mit diesem komischen Fisch hier. Komm her, Luftblase. Oh, wo ist denn der jetzt hin? Keine Lust hier zu ersaufen. Gut, sehr schön. Und jetzt noch die restlichen Noten holen und dann bloß weg hier.
viele Noten fehlen jetzt eigentlich noch? Na gut, nur das, nee, doch drei. Doch, noch viel mehr Noten. Hilfe! Ich habe die Hälfte nicht eingesammelt. Oh, muss ich jetzt nochmal Luft sammeln? Oh Gott. Wo ist denn der Fisch? Eine Blase möchte ich noch haben. Ah, sehr gut. Hilfe. Und jetzt auch gleich ein kurzer Schnitt, da die Zeit nochmal vorbei ist. Bis gleich.